Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Input der Christengemeinde Life Unlimited, weil das Leben mehr ist. Ich heiße Monika. Willst du satt werden? Dir ist sicher bewusst, dass gewisse Lebensmittel nahrhafter sind als andere. Wenn du zum Beispiel einen Salat isst, brauchst du eine große Portion, kannst also eine Schüssel davon essen, aber sie hält dich nicht lange satt. Aber wenn du Pasta isst oder Reis und Kartoffeln mit Soße, dann brauchst du weniger und bist länger satt. Genau wie dein Körper braucht auch deine Seele reichhaltige Nahrung. Ohne sie kann die Seele nicht überleben, bis sie das nächste Mal gefüttert wird. In Matthäus 4,4 steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ja, wir brauchen Gottes Stimme, um zu leben. Sie lassen uns jeden Morgen aufstehen, geben Schwung für den ganzen Tag und geben uns Mut und Kraft, wenn wir niedergeschlagen sind. Wenn ich heute aus dem Fenster schaue, es regnet schon seit 3 Tagen, da möchte ich am liebsten im Bett bleiben und mir fehlt es an Kraft. Aber ich freue mich riesig, denn am Sonntag soll es bis zu 30 Grad warm sein. Das bringt mich in Schwung. Ich höre am Morgen schon die Vögel singen und das tut meiner Seele und auch meinem Körper gut. Ich danke Gott für diesen herrlichen Tag und hüpfe dann aus meinem Bett, bin voller Tatendrang. So wie dein Körper die Sonne braucht, um glücklich und zufrieden zu sein, so braucht auch deine Seele. Was? Lass sie nicht verhungern, sondern füttere sie täglich mit dem Wort Gottes, sodass seine Worte des Lebens dein Herz berühren. Gottes Wort nährt, stärkt und heilt deine Seele. Ich lade dich dazu ein, rede mit deinem Vater im Himmel, dass du satt wirst. Ich wünsche dir einen schönen, gesegneten Tag. Bis morgen zu einem weiteren Input der Christengemeinde Life Unlimited, weil das Leben mehr ist.